Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Fallout 4. Ja, ich weiß, heute wäre eigentlich Resident Evil 6 dran, aber da Far Harbor heute rausgekommen ist, der DLC, auf den ich so lange gewartet habe, habe ich mir gedacht, ich ziehe das heute vor. Morgen gibt's dann wieder Resident Evil 6. Und ja, ihr habt recht, ich habe Piper das letzte Mal vergessen, aber ich habe sie nachgeholt. Ja, ich bin nochmal hin, hab sie geholt und ich musste ihre Rüstung klauen, weil meine Rüstung hat sich irgendwie zurückgesetzt, nachdem ich sie einmal hab stehen lassen. Ich bin zu dem Ort zurück, das war ein Sanctuary. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, weil ich da ziemlich viel gebaut habe, da speichert das nicht mehr irgendwie alles. Das ist irgendwie so ein Speicherbug oder was auch immer. Auf jeden Fall war die ganze Rüstung zurückgesetzt, die ganzen Verstärkungen waren weg, obwohl es Standard Verstärkungen waren, also Standardverbesserungen von der Rüstung. Also es waren keine Mod-Verbesserungen in der Rüstung. Bei dieser hier schon. Ne? Das war vorher Pipers Rüstung, Power-Rüstung. Ne, da ich hier die Rüstung ausgezogen habe und sie ja nur nichts Vernünftiges mehr hat und ich hier die andere Power-Rüstung, die Reparatur und so weiter, das wird mir auch zu teuer. Ja, werde ich. Habe ich mir gedacht, ich lasse sie jetzt hier, dass sie ja wenig Schutz hat. Das ist übrigens die Kleidung, die ich gefunden habe, als ich die Shroud-Story gemacht hatte. Da hatte ich ja diese Kleidung unterwegs gefunden. Gut, obwohl, Begleiter sind doch unsterblich. Ne? Ja, den geilen Arsch nehmen wir mit. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, nein, wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Aber bevor ich die eigentliche Story angehe, werde ich erstmal meine Rüstung reparieren. Und zwar gehe ich da zur Burg. Da gibt es diesen Speicherbug nicht, denn was ich dort abgestellt habe, das blieb auch dort. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, da gibt es da noch nicht so Probleme. Ich meine, ich habe zwar auch eine ganze Menge dort gebaut, wenn man es genau nimmt. Weil ich habe ja da, zum Beispiel habe ich ja außenrum den ganzen Weg noch gebaut und alles. Werde ich euch in anderen Folgen sicher noch zeigen. Obwohl, ich kann ja mal kurz rausgehen, euch das mal zeigen. Also hier, da habe ich hier so einen Rundumweg komplett einmal um das ganze Teil rumgebaut. Werde ich jetzt aber nicht komplett rumgehen. So, ich will hier nach oben. So, dann will ich, warte mal, dahin. Genau. Erstmal die Rüstung reparieren. So, und Strong wird das gleich wieder nicht gefallen, wenn ich dann... Ja. Wenn ich dann die Rüstung anziehe, wird ihm das wieder nicht gefallen, aber das ist mir völlig Latte. Den nehme ich sowieso nicht mit. So, die Rüstung haben wir repariert. Dann können wir da wieder raus. Und dann werde ich ein paar Sachen aussortieren. Und ich habe auch meine Waffe, die letzte Minute Waffe, habe ich auch ein bisschen verbessert. Das kann ich euch gleich auch noch zeigen. Wenn ich jetzt die Sachen aussortiere. Die macht über 460 Damage. Ja. Such dir den Tiddy, wo du dran nuckeln kannst, da hast du Menschenliebe. So, erstmal hier. So, komm, das benutze ich sowieso kaum. Das lass mal. Warte mal. Da gucke ich mal bei Piper. Alles andere mache ich mal weg. 213. 227. Nee. Nein, mach mal raus. Nee, die machen wir auch raus. Dann hier Kleidung, können wir auch so ein bisschen Zeug wegmachen. Ich habe mir übrigens die vom Mechanist angezogen. Das ist auch nochmal so ein bisschen zusätzlicher Schutz. Fand ich, hielt ich für eine gute Idee. So, Piper. Hey, lass mal handeln, komm. Und zwar, warte mal,
Waffen. 227. 230. Feuerrate 10. Feuerrate 26. Du nimmst die Waffe. Die Waffe nimmst du. So, das nehme ich dir mal ab. Ja, die Fusionskerne lasse ich dir mal für alle drin. Für alle Fälle. Für Muni sorgen die ja selber, wie ich mitbekommen habe. Und dann werde ich die Waffen nochmal rausschmeißen. So. Dann sollte ich eigentlich alles weg haben. Ich will nochmal gucken. Ja, die Sachen lasse ich drin. Nein, diverse, das können wir auch erstmal noch lassen. Schrott, genau, den Schrott, den machen wir mal raus. Dann verlieren wir auch noch ein bisschen Gewicht. 114. Habe ich noch Mods irgendwie? So Waffenmods oder so? Nein. Nein, keine Mods. Okay, gut. Dann werde ich jetzt mir die... warte mal. Weit weg von zu Hause. Hör die Funknachricht von der Detektei Valentine an. Okay, gehen wir mal da drauf. Funknachricht. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Okay. Gut. Können wir ausschalten? Die Nachricht haben wir gehört. Das heißt, wir werden jetzt, nach Diamond City zur Detektei. Die ist ja da, die Detektei. Dann quatschen wir nochmal mit Nick. Oder mit der Sekretärin, weil die hat hier die Funknachricht abgelassen. Wir werden mal sehen. Ich denke, das wird eher Nick sein. Werden wir gleich sehen. Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Okay, dann lass mal hören. Wer ist der Kunde? Wer ist unser Kunde? Ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll? Vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Kenji Nakano, das hört sich irgendwie asiatisch an, oder? Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Ach, komm schon. Komm schon, Ellie. Aus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagte was von einer Tochter und einem Funkgerät, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Na gut. Wir kümmern uns auf jeden Fall darum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste. In einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Gut, dann werden wir da hingehen. Würde ich sagen. Dann hören wir uns mal an, was die zu sagen haben. Das ist, sehr weit oben. Okay, Landhaus an der Küste. Machen wir uns dahin. Da war sowieso was. Wir sollen da irgendwie was verteidigen oder irgend sowas war doch da. Habe ich da vorhin gesehen. Ne, wurde was eingeblendet. Okay. Hier gibt's eigentlich nichts zu verteidigen. Gut, ich will auf jeden Fall, wir müssen, wie weit müssen wir denn da? Ach, du Heiland. Wir müssen da ganz, okay. Da, wir haben ein bisschen zu laufen, würde ich sagen. Nein, ich will mich mit dem jetzt nicht aufhalten. Gehen wir hier unten so am Strand lang. Ich hoffe, da kommen wir da hin.
wohin wollen. Wenn nicht, ich habe ja Jetpack, kann ich ja so ein bisschen da hochfliegen. Auf jeden Fall haben wir erstmal ein Stückchen zu laufen. Oh, ich sehe viel Rotes. Ich sehe viel Rotes. Als ob ich es geahnt hätte. Die schlafen im Wasser. Also das habe ich auch schon rausgefunden. Im Wasser kann man die nicht töten. Hey, da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Haben wir es gezeigt. Irgendwie zappel ich gerade mit der Maus. Das gehört jetzt uns. Okay. Erledigen wir es, bevor es uns erledigt? Was für eine Verschwendung. Gut. Haben wir das. Gut. Ich werde jetzt aber nicht fürs Wasser stapfen da. Ich will hier vorankommen. Oh, hoffentlich komme ich nicht zu weit ab von dem eigentlichen Ziel. Aber das sieht noch richtig aus alles. Wenn ich so unten auf dem Dings schaue, auf die Leiste. Okay, da ist eine Kirche. So. Okay. Gut. Ich werde jetzt da nicht anfangen rumzulooten. Das kann ich immer noch nachholen. Weil ich denke mal, wenn wir da bei dem Haus sind, wo wir hinwollen. Ich denke, das wird sein hier. Verdammt, melde dich! Jo. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Können wir ja schnelle Reise hinmachen. Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte. Du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Was? Wer bist du? Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Zu denen gehöre ich nicht. Ich komme von der Detektei Valentine. Ich gehöre zur Detektei Valentine. Du hattest um Hilfe gebeten? Oh, Gott sei Dank. Du musst dich sofort an die Arbeit machen. Okay. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Nicks Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei in meiner Hüfte. Aber wir haben es überlebt. Und jetzt ist meine Tochter verschwunden. Und ich kenne nur eine Detektei im ganzen Commonwealth. Okay. Wir sind auf jeden Fall hier, um zu helfen, ne? Ich bin hier, um zu helfen. Erzähl mir, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Okay, ja, ich meine, gib doch erstmal ein paar Infos, hä? Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Na gut. Wir werden sie auf jeden Fall finden. Ich finde sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Okay, reden wir erstmal hier. Reden wir mal mit ihr. Bisher hat ja nur er gesprochen. Reden wir mal mit ihr. Mrs. Nakano? Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Ja, natürlich. Ihr seid da nämlich offensichtlich unterschiedlicher Meinung. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Kannst du mir ein bisschen mehr über Kazumi erzählen? Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal.
Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Ach komm schon, raus damit. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kasumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Also ich denke mal, ich werde im Bootshaus erstmal nachschauen, ne? Aber Funkgerät, genau, erzähl mir da mal was. Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kasumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Okay, das war dann erstmal alle, ne? Warte mal, vielleicht haben sie ja noch ein paar Details. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Ah, wir ja alle. Gut, das hatten wir. Sie fing an bis spät in... Ja, das hatten wir. Erstmal nicht mehr. Wiederholt sich nur. Gut, okay, das heißt, ich werde dann erstmal im Bootshaus gucken. Das da wird das sein. Denke ich. Schauen wir uns das doch mal an. Jo. Okay. Okay, ich werde jetzt erstmal nicht looten. Das werde ich irgendwann später machen. Weil ich will mir das Inventar nicht gleich wieder vollklatschen. Hab's ja erst leer gemacht. Die Kronkorken nehme ich allerdings. Ne? Davon kann man nie genug haben. So. Bild untersuchen. Bilderrahmen untersuchen. Okay. Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Du findest einen im Rahmen versteckten Schlüssel. Okay. Gut. Aber irgendwie gibt das nicht wirklich Aufschluss darüber. Kronkorken nehmen wir mit. Ah, Opas Notiz. Nehmen wir doch mal. Meine liebe Kasumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Alles liebe Großvater. Okay. Nehmen wir das mal mit. Schauen wir da mal rein. Ah ja, dafür war der Schlüssel. Gut, ach komm, hier, nehmen wir es jetzt mit. So, dann schauen wir mal. Also, das Boot, das Holoband müssen wir uns anhören. Ja, das Ding ist kaputt. Habt ihr hier irgendwie noch einen anderen Monitor in der Nähe? Ich will nochmal im Haus gucken. Vielleicht haben die da irgendwie einen Computer. Ach, komm schon. So, habt ihr hier einen Computer rumstehen? Ja, nee, ist klar. Seid ihr aus der Steinzeit oder was? Mach mal die Waffe erstmal runter, sonst sehen sie alle so grün aus. Was? Kronkorken. Die nehmen wir direkt mit. Schauen wir mal oben. Die haben ja gesagt, Kasumis Zimmer wäre hier oben. Oben. Nee, das ist nur ein Fernseher, das ist kein Computer. Das könnte Kasumis Zimmer sein. Das nützt uns nicht viel. Kronkorken nehmen wir mit. Wer weiß, ob wir die noch brauchen. Halt, warte mal. Das nehmen wir auch mit. Ja gut, ich, Wo
Aber was ich eigentlich suche, finde ich jetzt nicht. Ich weiß, wo ich so ein Teil... Moment. Und zwar gehen wir zur Burg. Nochmal. Ja. Gehen wir nochmal zur Burg. Und da, wo man diese Augenbots machen kann, da habe ich nämlich mal gesehen, da kann man auch Holobänder laden. Und das werde ich da mal machen. Weil ich hatte doch hier... Genau, da habe ich doch so ein Teil gebaut. Gehen wir da mal dran. Okay, Holoband. Dann Kasumi Funkgerät. Kasumis letztes Holoband. Genau, nehmen wir das. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber... Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen. An dem sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber... Dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher. Und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zins treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Okay. Offensichtlich glaubt sie, ein Synth zu sein. Wir sollten da nochmal nachhaken. Die Eltern können uns da sicher ein bisschen mehr drüber erzählen. Also Kasumi glaubt, sie wäre ein Synth, möchte ich behaupten. Reden wir doch mal mit den Eltern. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Ja, Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Naja... Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Okay. Synths gehören Institut. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Sie wurde ersetzt. Vielleicht ist deine Tochter nur verwirrt. Eine kleine Identitätskrise. Oh mein Gott, glaubt sie überhaupt noch, dass wir ihre Eltern sind? Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasumi gegangen ist? Gehen wir direkt drauf. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte, das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Ja. Das hört sich schon mal gut an. Vielleicht kannst du mir ein bisschen über das da draußen erzählen. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Naja, die Luft ist überall schlecht, wenn man es genau betrachtet in Fallout. Okay, nehmen wir das Boot. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel, aber nimm das. Bitte, ich bestehe darauf. Wenigstens für die Spesen.
300 Kronkorken. Allein dafür hat sich die Reise schon gelohnt. Ist ja in Fallout recht viel, ne? Gut, also würde ich sagen, machen wir uns nach Farhabe. Ne? Auf geht's. Das Boot aktivieren. Okay. Das Boot legt ab. Ganz automatisch, so wie es scheint. Warte mal, wo ist Piper? 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 Nee, jetzt, die bleibt jetzt doch zurück, was? Echt jetzt? Oder sehe ich sie einfach nur nicht? Nee, leuchtet auch nichts. Das raff ich jetzt nicht. Na gut, vielleicht ist es auch nur ein Bug oder irgendwas. Oder sie kommt nach, keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen. Okay. Also ich sehe sie immer noch nicht. Gut. Ja, sieht genauso einladend aus wie der Rest der Welt in Fallout. Warum auch nicht? Okay. Naja. Auf jeden Fall haben sie es ein bisschen bunt, ne? Ganz schön neblig. Bleib ruhig, Ellen. Wir haben Besucher. Festlandbewohner machen nur Ärger. Nimm die verdammte Waffe runter. Okay. Ha, hallo Piper. Schön, dass du da bist. Okay. Hast du dich verirrt? Du bist in Farhaber. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Bringen wir es hinter uns und dann verschwinde. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner, damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Ellen hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Naja, auf jeden Fall scheint er ein ganz harter zu sein, ne? Um mich zu... Moment, ich will mal gerade gucken. Eigentlich sind... Gehen wir direkt drauf. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Okay. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da war eine Glocke irgendwie. Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm eine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir. Ja. Bloß nicht runter. Wenn du mir sagst, wo die... Können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Hauptmauer ist, dann... Okay. Auf den Rumpf! Da draußen ist gut. Was. Nee, Licht lassen wir an. Was gesehen hast? Das ist keine Übung. Oh. Was zum Teufel? Augen auf, Leute. Ne? Okay, das sieht menschlich aus. Öffnet das Tor. Ich hab hier draußen Verwundete. Seefahrerin? Keine Zeit. Sieh in den Nebel. Sie kommen. Was kommt... Schlinger! Da! Oh Gott, verteidigt euch! Macht euch bereit! Okay. Feuer frei! Gut. Legen wir los. Es ist vorbei. Jäger! Passt auf! Okay. Der da. Der dürfte viel Ärger machen. Ey! So. Wenn die Insel mich nicht umgebracht hat, wirst du es erst recht nicht. Es ist vorbei. Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. Asterisk. Voll Asterisk. Okay, voll Asterisk. Irgendwas war jetzt da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint die nicht sehr viel auszumachen. Noch immer in einem Stück. Die kriegen wir schnell down. Alles im grünen Bereich. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt war mit den Asterisk und Full Asterisk. Keine Ahnung. Was das jetzt war, das ist auf jeden Fall keine Mod oder sowas gewesen.
Das würde ich wissen, weil das habe ich zum ersten Mal gerade gehört. Das hat irgendwas mit dem DSC, glaube ich, zu tun. Okay. Gut. Nehmen wir das alles hier. Wollen nichts zurücklassen. Gut. Hier, denke ich, habe ich alles. Ja. Ah. Er hat noch was. Gut, dann reden wir mit ihr nochmal. Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Ja, und er scheint dich immer aber zu begleiten, für deine Hilfe oder? In der Not hast du das hier verdient. Oh, ja. Ihr lasst euch auch nicht lumpen. Der Nebel, erzähl mir doch mal was darüber. Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaba angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Okay. Die Insel verloren? Jemand... Warte mal. Ihr habt die ganze Insel verloren? Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Jetzt zählt Fahaba zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall erstaunlich, dass ihr noch lebt, ne? Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Ach, und das wäre? Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Moment mal, die Kinder des Atoms? Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Fahaba und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Und dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Moment mal. Der Nebel hat sich verschlimmert? Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Sehe ich auch so. Die Sache ist nämlich, sie hat ja eben gesagt, dass das immer mal wieder stärker wird. Und sie hat ja auch eben gesagt, dass das schon mal so war. Und ich nehme an, dass sie damit meint, bevor die Kinder des Atoms da waren. Prediger, fragen wir da nochmal. Lass dir Zeit. Was hat er dem Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden. Okay, Kinder des Atoms töten. Nein, das tun wir natürlich nicht. Kommen wir zum Geschäftlichen. Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen. Du bist wegen Kasumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, erzähl doch mal ein bisschen was über den Typen. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber
Die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Okay, erzähl mir was über Arcadia. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow, er ist als einziger dort gewesen. Gut. Auf jeden Fall erstmal danke für die Information. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar. Im Last Plank. Und bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Okay. Das sind keine sehr dankbaren Menschen hier. Stelle man fest. Reden wir mal mit ihr hier. Seefahrerin? Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die Einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Okay, warum hilft niemand? Warum hilft dir niemand? Jeder Harbor-Bewohner ist sein eigener Kapitän. Hat über Generationen in den Siedlungen funktioniert. Dein Land, deine Regeln. Aber als die Insel sie nach und nach auf mein Dock gedrängt hat, wollten die undankbaren Bastarde, dass ich mich um mein Land kümmere. Obwohl sich die Nichtsnutze hier breit gemacht haben. Okay, was machst du damit? Wenn es so übel ist, wieso machst du das mit? Ich konnte sie ja nicht oder in den Nebel zurückscheuchen. Warum machst du mit? Genau. Das hätte Pech gebracht. Dann hätten mich ihre Seelen bis ins Grab verfolgt. Das steht fest. Okay. Möchte Belohnung haben? Nö. Glück, dass du da bist. Ja, gut. Die Stadt kann sich glücklich schätzen, dass du da bist. Willst du dich einschleimen? Aber es gäbe da... Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Okay, klar, helfen wir. Kein Problem, ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Waffen, Munition und Souvenirs. Okay, das heißt, wir sollen ihr erstmal Werkzeug beschaffen. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal hier so ein paar Freunde. Auf jeden Fall. Ne? Sag mal. Ah, das wäre richtig laut. Also hier dürfen wir nichts einsacken, da muss ich aufpassen. Ne, ich würde sagen, wir machen uns erstmal hier ein paar Freunde. Und dann schauen wir weiter. Und falls... Warte mal, ist er das? Nee, sie ist eine sie. Auf jeden Fall sollen wir ja noch jemand anders treffen, zum Fremdenführer. Falls der da ein Begleiter sein soll, werde ich den wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil ich möchte Piper an meiner Seite wissen, auf jeden Fall. Dass sie auch, sehr gut ausgestattet ist. Okay. Wir machen aber weiter in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin und tschüss.